Servus, moin moin und herzlich willkommen. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Ich heiße Daniel. Und heute möchte ich hier ein kleines Video, ein Tutorial machen. Es geht hier um PlayStation 5, die größte Abzockerei, was momentan gibt es hier in Deutschland, auch im Ausland. Jeder Mensch unbedingt möchte ein PlayStation 5 kaufen. Es gibt Leute, die hat schon früher gekauft. Und hatte jetzt eine und brauchte keine Sorgen mehr machen. Und es gibt auch viele Leute, die hat schon bezahlt und hat die falsche Ware bekommen. Und auch so wie auch gelesen, bei Amazon mehrere Leute hat bestellt und dann hat Katzenfutter bekommen und solche Sachen hier. Die waren alle betrogen und richtig abgezockt. Und es gibt auch hier diese Plattform hier bei eBay Kleinanzeigen. Hier, man findet auch überall. Und es steht auch jeden Tag neue Artikel hier. Seit ein paar Tagen beobachte ich hier diese Seite und ich habe immer gesucht. Am Anfang, es war so zum Beispiel, ich war auf der Arbeit und ich habe in der Pause gesucht nach PlayStation 5 über Handy. Habe ich überall geschaut, überall war ausverkauft. Ausverkauft, nur hier bei eBay Kleinanzeigen habe ich mehrere Artikel hier entdeckt und ich war auch sofort interessiert. Das war letzte Woche. Letzte Woche, heute ist der 24.11. und das war letzte Woche, denn hier, also ich war auf dem Arbeit Nachtschicht kurz vor 3. Halb drei und habe ich in Pause gesucht nach einer PlayStation 5. Das war hier von Dienstag auf Freitag, also die 20. hier, das war. Kurz vor drei habe ich erzählt. So, und ich wollte unbedingt ein PlayStation 5 kaufen. Ich habe überall hier nachgeschaut, da gab es mehrere Anzeigen hier und habe ich etwas entdeckt, also es gab da die Preise. Fängt hier bei eBay, bei dieser Plattform von 400 Euro bis 4000 Euro fängt die Preise. Es klingt auch komisch, aber das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Auch hier zum Beispiel 1200, aber das ist auch nicht normal. Es gibt auch unterschiedliche Preise für 1400, 1500 Euro oder sogar mehr. Auch zum Beispiel, wenn mal bei Real. Hier habe ich schon diese Anzeige, kommt auch von eBay. Ah, die Produkte zurzeit leider nicht mehr verfügbar. Das heißt, jemand hat sie beschwert. Jemand hat sie beschwert und es wurde jetzt einfach diese abgelöscht. Gelöscht, weil hier war diese Anzeige und da stand da 1490 plus Versand 10 Euro. Das heißt 1500 Euro für den Preis. Man kann auch hier vier PlayStation 4 5 kaufen, Entschuldigung, ohne Laufwerk oder 3 mit Laufwerk. Ja, und ich habe in der Zeit auch gegoogelt und dann habe ich hier gefunden etwas. Ich werde euch zeigen, ich habe hier die Bilder. Ich suche mal hier meine Daten hier, Download. So, hier. Da war diese Bildanzeige hier. Verkauft Sony PlayStation 5 dies Version 9, 530 Euro. Und der Mann hier, der wohnt hier in Dachme 23747. Ich wurde betrogen im Wert von 530 Euro. Ich habe die Ware bezahlt, aber ich habe nicht mehr bekommen. Und ich werde euch alles Schritt für Schritt erklären und auch die ganze Unterhaltung Beweise bei eBay zeigen. So, also ich habe mich über Handy, über Smartphone eingeloggt und wenn man klickt hier auf diese Postleitzahl 23747, dann es öffnet ein anderes Bild, also dieses Bild. Es öffnet dann dieses Bild und das ist mit, das bedeutet, der ist in diesem Bereich hier.
Nach mir Grübe und ich möchte mir auch Google jetzt, wo genau befindet das. Das ist ein Bild von seinem eBay-Kleinanzeige-Konto. Ich werde jetzt Google einmal, wo genau befindet sich diese. So, ich habe schon mal gegoogelt. Das ist hier in dieser Richtung am Ostsee. So, ich bin hier in Schleswig-Holstein, da. Moment mal. Also ich bin in Lübeck. Und das ist hier in dieser Bereich hier am Ostsee. Da. Hier in diesem Bereich wohnt der Dieber und der hat mich betrügt. Diese Anzeige kommt von diesem Bereich und da, von diesem Kreis, von dieser Anzeige. Und wie schon gesagt, dass dieser Bild war bei der ersten Anzeige und hier steht die Postleitzahl 23747 Dagme. 530 Euro. Der hat zwei Bilder bei dieser Anzeige gehabt. Einmal hier dieser Bild und dann das zweite Bild war hier dieser Bild. 499 Einzelpreis, Preisnachschluss aus Aktion und ich wundere mich und ich dachte mir, dass ich kann mir auch vorstellen, das war nur so eine Aktion. Vielleicht hat diese Aktion diese PlayStation 5 kostenlos bekommen. Hier ist ein Beleg. Und es kann auch sein, und es gab noch ein anderes Bild, aber ich bin mir nicht sicher, vielleicht ist eine Werbung. Dieser Bild war auch dazu von Lecon Energy. Es gibt solche Anbieter hier, wenn man die Stromwechsel bekommt, etwas kostenlos. Bei Yellow Strom, es gibt auch mehrere Aktionen. Man kann sogar hier PlayStation 4 mit einem Spiel, hier ein Spiel, die kostet 100 Euro. FIFA 21 zum Beispiel und bekommst du für, musst du nur 100 Euro zahlen und dann bekommst du umsonst. Oder kannst du dir etwas anderes aussuchen, eine Waschmaschine oder einen Kühlschrank oder eine Kaffeemaschine und alles Mögliche. Also es gibt solche Anbieter, Stromanbieter, die bieten etwas noch, auch wenn du da die Strom wechselst. Aber ich bin mir nicht sicher. Nur ich dachte mir, weil hier steht hier eine Aktion. Preis nach Schluss auf Aktion. Also es gab eine Aktion, etwas. Und der hat umsonst, der hat jetzt doppelt vielleicht. Also der hat mich betrogen, 530 Euro weg. Und dann vielleicht hat diese PlayStation so umsonst als neue Kunde bekommen. Ich bin mir nicht sicher. Aber der kommt von diesem Bereich. Der kommt hier von diesem Bereich. Und ich werde euch hier zeigen die ganze Unterhaltung. So, das war hier. Ich gehe mal hier auf meine Daten, meine Nachrichten. So, hier. Es geht um diese Anzeige hier. Also, das war, wie schon gesagt habe, das war letztes Woche von Donnerstag auf Freitag, also die 20.11.2020. Heute ist die 24. Und ich war auf dem Arbeit, das war kurz vor 3 Uhr nackt, habe ich eine Pause gehabt. Und in der Zeit, ich habe auch in Pause nachgeschaut hier. Und ich wollte unbedingt ein PlayStation 5 kaufen. Ich habe überall gelesen, überall ist ausverkauft, außer bei eBay Kleinanzeigen. Und dann, ich habe mich entschieden für diesen Preis.
Diese hier für 530, das ist hier seine Anzeigenummer und der hatte hier ein Konto, aber das ist sein falscher Name. Das ist eine falsche Name, weil sein richtiger Name ist André und ich werde jetzt euch zeigen, dass sein richtiger Name steht hier auf einem Beleg. Moment mal. So, ich habe das Geld überweist über PayPal. Das ist sein richtiger Name. Penzel Marvi gesendet. Und ja, der hat mich richtig abgezockt. Also ich habe 530 Euro bezahlt und ich habe leider nicht mehr bekommen. Das ist auch unmöglich. Und ich bin auch ganz enttäuscht von solche Sachen, was passiert hier im Internet heutzutage. Und ja, das ist eine große Enttäuschung. Ich habe hier noch einen Beleg hier und es steht auch hier, dass ich auch überweise hier. Da steht auch hier 530 Euro. Das ist sowas. Drin, also. Entschuldigung, da sind auch mein Name, meine Daten, aber naja, seid euch, könntet euch hier alles sehen, was passiert ist. Ich habe 530 Euro bezahlt hier über PayPal und der hat mich richtig abgezogen. So, ich fange hier von Anfang. Ich habe geschrieben hier, also 20. wie ich schon gesagt habe. 20.11.2020. Ich habe Interesse. Ist das ein PlayStation 5 mit Laufwerk? Also das war diese Anzeige, wie ich schon gesagt habe. Das war hier diese Anzeige für 530 Euro. Also am Anfang war nicht hier verkauft. War ein ganz normales Bild. Und dann haben wir angefangen anzuschreiben hier. Ich habe Interesse. Ist das ein PlayStation 5 mit Laufwerk? Hey, ja genau. Hast du PayPal? Ja, PayPal per Freunde. Haben Sie gelesen? Ich habe nie gelesen, weil ich habe gerade angefangen anzuschreiben. Und er sagte, haben Sie gelesen? Der hat mich hier, der war gar nicht ehrlich. Also der wollte mich unbedingt von Anfang einwickeln in seine Abzockerei. Der versucht hier, Sie können einmal hier. Lesen und der meinte hier in dieser Unterhaltung über 6 Mal, der wiederholen sich über 6, 7 Mal wiederholt dieser Wort PayPal per Freunde, PayPal per Freunde. Sie können einfach alles lesen. So, ja, PayPal per Freunde, haben Sie gelesen? Der hat gar nicht geschrieben. Ist das Gerät schon ausgepackt? Habe ich geschrieben. Nein, das ist neu. Okay, habe ich geschrieben. Dann schreib mir bitte deine E-Mail-Adresse. PayPal per Freunde passt. Der hat schon zweite Mal jetzt angefangen. Super, wann können Sie senden? Auch jetzt habe ich gesagt. Dann schreib mir deine E-Mail-Adresse zum Überweisen. Ja, warum nicht? Ist mein E-Mail da? Der hat keine E-Mail geschrieben. Aber der war ganz komisch. Er sagte, seine E-Mail ist da. Oder und hier sagte, haben Sie gelesen? Ja, PayPal haben Sie gelesen. Zwei unterschiedliche Sachen. Habe ich hier gesagt, nein. Habe ich mehrmals gesendet, eBay spinnt. Kann ich deine E-Mail haben? Ich fordere es dann an. Und dann schreib mir, dann schick mir hier ein Bild. Also der hat vielleicht versucht, hier seine E-Mail-Adresse. Und dann habe ich geschrieben diese Adresse, E-Mail-Adresse. Dann steht hier noch eventuell Snapchat. Habe ich seine E-Mail geschrieben und habe gefragt, ist das richtig? Ja, per Freunde bitte, schon dritte Mal. Genau. Bitte senden Sie in 10 Minuten, da ich erst was klären muss. Und ich habe mich gewundert,
Und ich wundere mich jetzt, was musste jemand erklären hier kurz vor drei? Also um 2:30, das war hier Donnerstag. Von Donnerstag auf Freitag um 2:30 war diese Unterhaltung hier. Und der steht, sagte, bitte senden Sie es in 10 Minuten, da ich erst was klären muss. Er war gar nicht vernünftig, der war ein Betrüger. Als Freunde ist auch mit Käuferschutz bei PayPal, ich habe keine Ahnung und ich wollte unbedingt keine Fehler machen. Ich habe deswegen hier PayPal und ich dachte, das ist mit Käuferschutz. Ich sollte jemand anderes fragen, aber ich habe hier einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe der Diebe gefragt. Ich habe der Diebe gefragt, ob das ist mit Käuferschutz. Und hören Sie, was die Diebe sagt. Also die Diebe sagt hier, na klar. Aber sie müssen befreundet. Schon vierte oder fünfte Mal wiederholt sie da, wiederholt sich mit diesem Wort, befreundet. Damit ich Geld sofort bekomme. Der wollte unbedingt Geld. Habe geschrieben hier, okay, alles klar. Also für mich, ich habe mich auch beeilt. Ich war, wie gesagt, in einer Pause. Das war kurz vor 3 Uhr und ich habe so eine kleine Pause und ich wollte die Zeit richtig ausnutzen. Dann habe ich Gas gegeben. Und das war mein Fehler. Und sagte hier, ja, bitte jetzt senden, wirklich viele schreiben. Also der hat hier, ich weiß nicht, ob ein gelogen hat, aber ich brauche mich nicht wundern. Das war nicht so ein teurer Preis. Hier 530 Euro. Und klar, es gab noch unterschiedliche Preise. 9.900 Euro, 1.000, 1.400 Euro und das war ein mittlerer Preis. Also normalerweise kostet hier die einfache Version 400 Euro und die andere mit Laufwerk kostet 500 Euro. Und ja, 30 Euro habe ich gesagt, ist nicht teuer. Ja, für Versand oder sowas ist egal, habe ich gesagt. Das war so ein mittleres Angebot. Und habe gesagt, gut, ich nehme das. Und er sagte, bitte jetzt senden, viele schreiben. Okay, ich zahle jetzt, habe ich gesagt. Okay, wie lange dauert circa? Und ich habe gesagt, gut, ich zahle jetzt. Dann habe ich bezahlt 530 Euro am Pencil Marvi, habe ich gesendet. Und wie ich schon gesagt habe, hier ist die Beleg. Und Kontoauszug hier von Bank, 530 Euro habe ich überweist. Ja, 530 Euro. Und sagte hier dann, habe ich gefragt, hast du bekommen? Hallo? Ja, Geld ist da. Danke. Und das war seine letzte Worte hier. Er wollte unbedingt nur Geld und dann tschüss, auf Wiedersehen. Danke. Und dann schicke es morgen früh los. Hat nichts mehr gemacht. Später in der Nacht, hier kurz vor 4 Uhr, habe ich ihn wieder geschrieben, habe ihn gefragt. Alles klar, dann schick mir bitte auch die Kassenbon als Garantie, weil ich wollte unbedingt auch die Kassenbon haben, weil ich habe etwas gehört hier bei der PlayStation 5. Manche Leute hat sie beschwert, es gibt bei YouTube mehrere Videos, beschwert sich die Leute, weil es zu heiß oder zu laut oder einige fragten sich, warum ich so leise und dann habe ich andere Videos geschaut hier über Xbox One Serie, hier der neue Xbox, hat bei jemandem gleich explodiert oder gebrannt. Und da gibt es auch einige Fehler bei dem Laufwerk. Die Leute beschweren sich über Laufwerk und sagte, kann man kein CD einlegen, nichts, kann man kein Spiel einlegen, reagiert überhaupt nicht. Und ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht. Vielleicht ist kaputt, vielleicht gibt es einen Fehler, weil es wurde auch schnell gebaut hier. Große Konkurrenz hier von Microsoft mit Sony zusammen hat alles schnell und ja, ist ein bisschen eine große Enttäuschung in Deutschland, nicht nur in Deutschland, überall in ganzer Welt, was passiert hier, weil die Leute
hat bestellt und manche Leute hat nicht bekommen, hat auch Katzenfutter und solche Sachen und die Leute wird jeden Tag betrügt und abgezockt. Das ist die große Problem in Deutschland, was es gibt. Alles klar, dann schick mir bitte auch die Katzenbon als Garantie, habe ich geschrieben. Und dann habe ich gesagt, und schon geschickt, der hat nichts mehr geschrieben. Dann habe ich wieder geschrieben, mach mir bitte ein Foto von dieser Katzenbon. Ich möchte dieses Paket verfolgen, wann ungefähr kommt. Mach bitte ein Foto. Der hat keine Foto, der hat nichts mehr geschrieben. Und ich war auch, habe mich bedankt. Dankeschön. Hallo, habe ich. Das war auch in der Nacht. Hallo, ich habe mir ein bisschen angefangen, Sorgen zu machen. Der antwortet nicht. Dann habe ich gefragt, warum antwortest du nicht? Und dann bin ich zu Hause. 6 Uhr habe ich geschlafen und dann später bin ich aufgewacht und habe ich angefangen, mein Handy anzuchecken. Und ich wollte unbedingt wissen, ob ich habe eine Antwort von ihm mit dem Foto. Das hat das gesendet. Aber der hat überhaupt nichts gemacht. Und habe ich dann diesen Text geschrieben. Entschuldigung, hast du überhaupt heute gesendet? Warum bekomme ich keine Antwort? Für mich ist wichtig. Und dann habe ich geschrieben hier, wenn du nicht antwortest, ich hole mir das Geld zurück von PayPal. Ich bekomme langsam ein schlechtes Gefühl. Ich werde PayPal informieren, es riecht an Betrug. Und dann habe ich hier angefangen, mit diesen Worten habe ich angefangen, Druck zu machen, mein Geld zurückzubekommen. Der hat auch nicht reagiert. Habe ich hier geschrieben. Der meldet sich überhaupt nicht und das machte mir jetzt große Sorgen, denn es riecht an Betrügerei. Für mich hat hier eine große Bedeutung gehabt und ich habe auch von anderen Leuten gehört, ich war schon mal betrogen, auch früher, im Wert von 2000 Euro bei eBay. Das ist nicht das erste Mal und ich habe kein Geld bekommen, habe die Anzeige gemacht und ich war nicht versichert für solche Diebstähle, habe mein Geld nicht bekommen zurück. Und das ist schon die zweite und ich habe so ein schlechtes Gefühl. War so traurig innerlich, eine innerliche Traurigkeit, ein schlechtes Gefühl habe ich gehabt, dass ich bin wieder abgezogen. Und habe ich hier geschrieben, der meldet sich überhaupt nicht und das machte mir jetzt große Sorgen, denn es riecht an Betrügerei. Dann habe ich hier geschrieben etwas und das ist nicht die Wahrheit, habe ich versucht Druck zu machen. Die Polizei wird sich bei dir melden. Sie wissen von PayPal deine komplette Adresse, Straße und Bankverbindung. Okay. Dann später habe ich auch versucht, Kontakt zu nehmen hier mit eBay. eBay Kleinanzeige und ich wollte unbedingt zeigen, dass ich abgezogen, dass ich betrügt bin und so weiter. Und, oh, Beilang, Entschuldigung. So, habe ich mehrere E-Mail gesendet bei eBay? Und hat mir immer dasselbe Text hier geschrieben. Hier. Das ist hier eine Antwort von eBay. So. Das ist die Anzeigenummer. Und da steht hier, das wurde von Anbieter gelöscht. Also es geht hier um diese Foto. Der hat sofort reserviert, als wir geschrieben haben, und dann nach 2 Minuten, als ich überweist habe, hat diese Anzeige gelöscht. Und eBay schreibt hier: Ihr euch einig geworden seid und er keine weiteren Fragen von anderen Interessenten erhalten möchte. Dieses Mal leider jemand anderes schneller war als du.
Und das ist auch keine richtige Antwort hier von eBay und ich bin ein bisschen enttäuscht. Das ist keine richtige Antwort. Man schreibt sowas nicht. Überhaupt nicht. So, das war hier. Und ich habe auch geschrieben, das ist keine richtige Antwort von dir. Es geht hier überhaupt nicht, dass jemand war schnell als ich, sondern dass ich war ehrlich und ich habe das Geld überweist. Es geht um Ehrlichkeit. Leider nicht alle Menschen sind vernünftig. Normalerweise eBay Kleinanzeigen muss mit ihm jetzt versuchen, in Kontakt zu kommen. Der wohnt in Dahme 23747, das ist die Postleitzahl. Und PayPal weist seine komplette Adresse. Sein Name ist Penzel Marvi. Seine E-Mail-Adresse ist hier, fast genau wie sein richtiger Name. Also, und er wohnt hier, in diesem Bereich. Der wohnt hier, in diesem Bereich, da ist die Dahme. Also, wie schon gesagt habe, hier, da ist die Maps. Also eBay kann ihn aufspüren. eBay kann auch bei PayPal fragen und bekommt auch da seine Zugangsdaten, seinen Namen, seine Adresse und so weiter. Dann später habe ich bei PayPal angerufen und dann habe ich auch Bescheid gesagt, dass ich wurde abgezockt, ich wurde betrogen. Habe ich normalerweise habe ich ein E-Mail, habe ich ein E-Mail gesendet. Und habe keine richtige Antwort bekommen. Ich suche diese E-Mail. PayPal. Ja, aber das ist ganz schlecht. Ganz schwierig zu erreichen. So, hier. Ich habe da ein E-Mail und dann ich habe hier eine Antwort bekommen. Wir wollen Ihnen gerne helfen, aber wir können keine E-Mail beantworten, die an diese Adresse gesendet wurden. Und ich habe auch versucht, in Kontakt zu kommen. 10 Mal, da meldet sich keiner da. Es sind auch ganz schwierig zu erreichen. Ich habe hier 25 Minuten in der Leitung gewartet. Keiner hat sich angemeldet. Nur einmal. Das war letzte Woche am Sonntag. Ich habe schon versucht, jetzt über 7 Mal zu anrufen. Aber ich habe am Sonntag war auch jemand da. Und habe ich auch Bescheid gesagt, dass ich war betrogen, ich war abgezockt hier im Wert von 530 Euro und habe die ganze Geschichte erzählt und hat auch einmal nachgeschaut hier. Hoppala. Und dann hat er auch gesagt, ja, du hast auch 530 Euro überweist, aber du solltest hier als geschäftliche Person machen, senden. Dann hättest du hier einen Käuferschutz bekommen. So, jetzt hast du keinen Käuferschutz und dann habe ich erzählt die ganze Geschichte und habe gesagt, ich weiß, das ist etwas passiert. Der wollte mich betrügen, der wollte mich von Anfang abzocken und hat sich wiederholt mehrmals mit diesen Worten. Nur PayPal-Freunde, PayPal-Freunde. Und er hat mich ein bisschen durcheinander gebracht. Aber das war's. So eine falsche Klick von mir, kostet mich hier die ganze Stress und jetzt sitze ich hier alleine, ohne Ware, ohne Geld, ohne nichts. Und ich bin jetzt richtig abgezockt, richtig enttäuscht, ja, ganz schlecht. Ich bin eigentlich jetzt nicht versichert für diese Fälle hier. Ich bekomme kein Geld. Ich habe Anzeige bei der Polizei gemacht, aber ich weiß, dass ich bekomme meine Geld nicht mehr zurück. Bekomme mein Geld nicht mehr zurück. Ich suche noch ein E-Mail hier. Habe hier Anzeige bei der Polizei. Sehr geehrte Damen und Herren, geehrte, Ihre Nachricht ist bei Lagenzentrum Polizei eingegangen. Und ja, wird auch hier, ich war bei der Polizei, aber naja, wegen hier Corona habe ich hier einen Beleg bekommen und es steht hier diese Adresse und ich soll mich online anwenden und habe hier die ganze Formular ausgefüllt hier bei www.schleswig-holstein.de Onlinewache L. Ja, Polizeidirektion.
Das habe ich online gemacht und habe ich die ganze Unterhaltungsbilder gesendet. Aber ich bin auch enttäuscht, auch von eBay. Man schreibt eigentlich nicht, dass das der war auch schnell, dass jemand dieses Mal jeder leider jemand war anderes als ich. Man schreibt sowas überhaupt nicht. Es geht nicht hier an Schnelligkeit. Das, wie ich schon gesagt habe, das ist kein richtiges Wort. Es geht hier überhaupt nicht, dass jemand war schnell als ich, sondern dass ich war ehrlich und ich habe gesagt, dass ich möchte das kaufen und ich habe Geld überweist. Ich konnte ihn abzocken. Ich konnte sagen, ja, schick mal die Ware und dann ich zahle dir, wenn ich Lust habe. Aber ich bin immer so ehrlich und solch was passiert, wenn du zu viel, wenn du ganz ehrlich bist. Das ist auch schlecht. Ja, und ich bin jetzt ganz enttäuscht. Also, ich habe mehrere Videos gemacht und das sollte jetzt die zweite. Und ich bin auch ganz enttäuscht und traurig, was es steht auch im Internet über solche Fälle hier. Ganz viele Leute sind enttäuscht und traurig. Manche Leute hat bestellt, wie ich schon gesagt habe, und hat auch die Katzenfutter bekommen. Habe ich hier noch ein anderes Video. Es geht ja auch hier mit diesem Thema, habe ich die ganze Geschichte hier erzählt. Und Schreiben, Der versucht Druck zu machen. dann, es steht hier mehrere Informationen, habe ich hier mehrere Link, was momentan passiert hier in Deutschland und überall. Hier über, mit PlayStation 5. Mysteriösen Bauteil gibt es Fans Rätsel auf. Und hier ein Bolzen, der an der Seite der Konsole angebracht wurde und bislang noch keine offizielle Funktion hat. Steht hier mehrere Informationen hier. Dann hier wieder Paketendienst. So werden die PlayStation 5 Käufer geprellt. Alles, was momentan ist, wird auch geschrieben hier. Und hier PS5 für 4000 Euro. Hier PS5 für 4000 Euro. Dreiste Wucherpreise tauchen auf eBay auf. Hier wieder PS5 Vorstellung Amazon-Kunde. Hier Amazon-Kunde erhalten Spielzeuge. Hier steht. So haben einige Nutzer auf Twitter berichtet, dass sie stattdessen Spielzeug oder Katzenfutter erhalten hätten. Andere wiederum haben schlichtweg gar nichts bekommen. Amazon verspricht Besserung. Amazon-Vorsteller klagen über dubiose Lieferungen. Alle beschweren sich. Betrüger auf eBay unterwegs. PS5 abzocke. Verkaufen die PlayStation 5. Und hier steht wieder eBay Kleinanzeige von dieser PayPal-Betrugmaske warnt die Polizei. eBay Kleinanzeige und Co. Mit dieser Betrugmaske wirst du abgezockt. Ja, leider, ich habe zu spät gelesen. Ich habe zu spät gelesen. Wenn ich gelesen habe, diese Sache am Anfang, ich bin mir sicher, dass ich hätte nicht gekauft. Ich hätte lieber gewartet, wie alle anderen, die wartet noch bis nächstes Jahr.
Ja, so was passiert. Ich bin auch ganz traurig und ganz enttäuscht, was passiert hier in Deutschland, überall. Manche Leute sind abgezockt, wurde richtig verarscht, hat die Ware bestellt, hat kein Geld bekommen. Ja, manche Leute liebt Geld, aber richtig. Geld für manche ist eine Macht. Wie zum Beispiel auch, es gibt auch viele Leute, die die wollen unbedingt auch Drogen nehmen, Alkohol, Zigaretten und alles Mögliche. Sie konnten ohne sowas nicht mehr leben. Das ist wie ein Druck, ein Macht. Und so ist für manche Leute auch Geld. Geld ist für manche ist etwas ganz Besonderes. Also die Leute lieben Geld. Die konnte ohne Geld gar nicht leben. Die Leute, die wollen immer mehr, 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 mehr. Ich kenne auch viele Personen zum Beispiel, hatte auch mehrere Jobs, die sind unzufrieden, die wollen immer mehr Geld. Einige Leute kaufen bei eBay, kaufen bei Flohmarkt, kauft und verkauft und die wollen immer mehr Geld haben. Die Leute sind nicht zufrieden. Aber ich kenne viele Leute, die sind richtig reiche Leute, aber im Herzen sind richtig reich, richtig arm. Und die wollen immer mehr Geld haben. Und so ist etwas auch wie ein Spruch zum Beispiel. Die Reichen werden immer reich und die Armen werden immer arme. Also ich bin ein armer Mensch, ich arbeite und ich möchte meine Miete zahlen und vernünftig leben. Und ich bin immer gedrückt, immer abgezockt, immer verarscht. Eine große Enttäuschung. Aber ist so, wenn man ehrlich ist, passiert sowas. Das ist meine Schwachheit, weil ich zu ehrlich bin. Und ja, wie ich schon gesagt habe, ist nicht schlecht, noch etwas dazu zu verdienen. Aber wie manche, macht auch einige Jobs, zwei, drei Jobs und kauft auch bei eBay, kauft auch bei Flohmarkt. Diese Leute hat diese Sache im Blut. Momentan auch in Deutschland ist auch schlimm. In dieser Corona-Zeit, manche Leute arbeiten nicht mehr. Hat ja auch keine Arbeit. Ich kenne viele Leute, die sitzen zu Hause ganzen Tag und beschäftigen sich hier mit eBay. Manche Leute lebt von eBay. Es gibt viele Leute, die lebt von YouTube. Also spielt und macht verschiedene Videos und hat ja auch viele Abonnenten und so weiter und bekommt auch Geld von YouTube. Ist nicht schlecht, aber ist sowas. Manche Leute lebt von dieser Sache. Und das ist für manche wie ein Geschäft. Ihr kommt hier, kauft und verkauft und versucht jemanden zum Abzocken und weiter zu verkaufen. Das ist so eine große Enttäuschung. Etwas so wie zum Beispiel hier ein Bild, das ich habe. Ah, ich weiß nicht mehr genau, wo dieses Bild. So, hier zum Beispiel in diesem Bild. Hoppala. Ist so eine Betrügerei hier zu dritt. Jemand zum Beispiel sagte: Hallo, ich möchte hier mein PlayStation 5 verkaufen. Jemand meldet sich da und sagte: Hallo, ich möchte dein PlayStation 5 kaufen. Und der macht ein Foto von dieser und dann stellt dieser Foto im Internet. Und jemand sagte: Hallo, ich habe Interesse. Ich habe Interesse. Und er sagte: Schick mir auch dein Geld. Und er bekommt Geld von beide. Und dann sagte: Tschüss und auf Wiedersehen. So was passiert hier. So, ich möchte nicht zu viel labern, aber ich habe meine Geschichte hier erzählt. Das ist mir passiert. Und ich bin auch ganz enttäuscht, ganz traurig. Aber das Leben geht weiter. Und ich muss nicht traurig sein, ich muss nicht enttäuscht sein. Das ist passiert und ist so. Ich muss akzeptieren, dass ich betrügt war. Ich muss akzeptieren, dass ich bekomme kein Geld zurück. Ich muss akzeptieren, dass ich bin nicht versichert und ich bin richtig verarscht. Ich sitze jetzt hier ohne Ware und ohne Geld und ist so. Ich bin ein junger Mann, ich arbeite, ich kann mir leisten.
Ich würde mir auch irgendwann wieder kaufen, aber nicht bei eBay, nicht bei Saturn oder bei Mediamarkt. Ich wünsche euch alles Gute und mag bitte nicht diese Fehler, die ich gemacht habe, hier bei eBay Kleinanzeige zu kaufen. Das sind hier nur Betrüger, nur Abzocker, nur die Leute, die wollen unbedingt Geld. Alles Gute und Tschüss.